Moinsen, in diesem Video seht ihr mal wieder die besten Technik-News der Woche. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran. Ein neues MacBook Air. Thema Nummer 1. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht nur ein neues MacBook Pro geben, sondern die MacBook Air-Serie bekommt auch neue Geräte. Ein Unterschied der beiden Serien: Das neue MacBook Air bekommt wahrscheinlich den M2-Prozessor, das neue MacBook Pro soll den M1X-Prozessor bekommen. Doch was ist jetzt genau der Unterschied? Der Unterschied ist wohl, dass das X im Namen für mehr Performance steht, ähnlich wie damals bei den iPads. Das heißt, das X ist wohl mehr Performance-Leistung, vor allen Dingen mehr Grafikleistung. Groß neu sein soll ja wahrscheinlich das Design. Das hat John Prosser ja schon geleakt. Das heißt, wir bekommen beispielsweise die Farben vom iMac und auch eine weiße Tastatur. Außerdem ist wohl die markante, schräge Kante des MacBooks jetzt nicht mehr da, sondern wir haben ein gerades Gehäuse. Der Prozessor soll wohl vor allen Dingen grafisch mehr drauf haben. Anstatt 7 Grafikkerne hat er 8 und die andere Variante soll anstatt 9 10 Grafikkerne bekommen. Ich muss sagen, vor allen Dingen, wenn es nochmal eine bessere Performance hat, dann scheint es echt ein sehr interessantes Gerät zu sein, wenn dann auch der Preis stimmt. Es ist eigentlich ein No-Brainer. Die Vorstellung von Windows 11, Thema Nummer 2. Das Größte daran ist wahrscheinlich, dass es diesmal tatsächlich ein komplett kostenloses Update ist. War zwar von 8 auf 10 schon so und jetzt von 10 auf 11 ist es wieder so. War jahrelang nicht der Fall, jetzt scheint es sich aber durchgesetzt zu haben. Die größten Neuerungen, die mir jetzt aufgefallen sind, sind eher designtechnische, denn das Design hat mehr Fenster, durch die man ein bisschen durchgucken kann. Erinnert mich persönlich jetzt sehr an macOS, aber ich finde das Design gar nicht mal so schlecht. Aber Design ist ja natürlich Geschmackssache. Eine andere Sache ist, dass man jetzt Android-Apps benutzen kann und runterladen kann, allerdings nicht über den Play Store, sondern da gibt es eine andere Lösung. Denn da ist Microsoft eine Kooperation mit Amazon eingegangen. Die haben ja auch den Amazon App Store, wo auch Android-Apps zu finden sind. Und es ist so, wenn ihr in dem Microsoft Store dann was kauft und es ist eine Android-App, bräuchte ihr dann noch ein Amazon-Konto und dann könnt ihr die Android-App auch da runterladen und benutzen. Das heißt, nicht so direkt, aber trotzdem eigentlich ganz nice. Es gibt dann noch ein paar andere kleinere Änderungen. Das waren jetzt aber die wichtigen, die ich finde. Und weiter geht's. Das ist jetzt kein Technikthema, sondern ein bisschen Eigenwerbung. Denn ich habe dieses Jahr das Ziel, 100 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mich dabei supporten wollt, liked doch gerne das Video. Kommentiert fleißig und abonniert den Kanal für mehr und es geht auch schon weiter. So, jetzt kommen 3 Samsung-Themen, die habe ich aber schön aufgesplittet und los soll es auch schon gehen. Galaxy Watch Active 4, das ist das erste Samsung-Thema, denn die soll wahrscheinlich Ende Juli auf dem MWC vorgestellt werden und was wir jetzt kennen, ist das wahrscheinliche Design. Ich blende euch das Ganze hier auch schon ein, sieht wie ich finde ganz schick aus, aber auch trotzdem sportlich. Große Änderung ist natürlich das Betriebssystem, denn hier wird wahrscheinlich Wear OS eingesetzt. Höchstwahrscheinlich müsste man wahrscheinlich sagen, denn da gibt es ja eine riesige Kooperation zwischen Google und Samsung. Deswegen wird das mit dem Design zusammen wahrscheinlich die größte Neuerung davon sein. Das Galaxy Z Fold 3 ist unser zweites Thema innerhalb des Samsung-Themenblocks. Da erwartet uns wahrscheinlich auch wieder designtechnisch was Neues, denn das Fold sieht in der Regel immer aus wie die S-Klasse und so wird es dieses Jahr auch nicht anders sein. Außerdem werden wir da wahrscheinlich die normalen Sachen sehen. Bessere Kameras, bessere Prozessoren, aber auch eine S-Pen-Unterstützung wie beim S21 Ultra. Und auch da wahrscheinlich, man kann den S-Pen nicht am Handy festmachen. Die Frage wird dann sein, bietet Samsung wieder so eine Hülle an wie beim S21 Ultra, um den S-Pen dran zu machen oder wie ist da die Lösung? Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde mir wünschen, dass vielleicht das Display auf der Vorderseite auch noch größer wird. Das Galaxy Z Flip 3. Wo wir schon mal bei größeren Außendisplays sind, ist das wahrscheinlich das Feature, was dem Gerät jetzt am meisten bringen würde. Denn im Z Flip und Z Flip 5G ist es natürlich so, dass das Außendisplay schon sehr klein ist und fast nicht nutzbar. Und das soll bei der dritten Generation jetzt auf jeden Fall verbessert werden. So ähnelt es dann auf jeden Fall dem Motorola Razr, was aber in dem Fall nichts Schlechtes ist. Der Bundestag gegen Apple. Das ist unser letztes Thema für heute, aber wie ich finde, trotzdem ziemlich interessant. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr mit dem iPhone mobil bezahlen wollt, dann geht das nur über Apple Pay. Und das will die Bundesregierung nicht, sondern sie will, dass verschiedene Dienste den NFC-Chip im iPhone benutzen können.
unter Android ist es ja schon so, da gibt es eine App von der Sparkasse beispielsweise und mit der kann man auch so bezahlen. Und das ist wahrscheinlich das, was die Bundesregierung will, dass Apple den Chip da einfach für verschiedene Dienste offenlegt. Der Bundestag hat schon entschieden und jetzt muss das Gesetz wohl nur noch durch den Bundesrat. Und dann wird natürlich interessant, wie Apples Antwort ist und ob es tatsächlich so wird, dass der NFC-Chip freigegeben wird. Das wird Apple aber wahrscheinlich nicht wirklich gefallen. Apropos gefallen, wenn euch nämlich das Video gefallen hat, weil das ist jetzt schon zu Ende, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert irgendwas, was ihr möchtet und abonniert den Kanal doch gerne für mehr. Euch noch einen schönen Tag und haut rein!